Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Südbadens Glanzvereine, der Rothaus Kneipentalk. Wir sind heute hier in der heimlichen Kneipe bei Carmen Hunz. Danke, Carmen, dass wir da sein dürfen. Hier im schönen Stadtteil Freiburg-Stühlinger. Und wir fühlen uns hier auch richtig wohl. Es ist eine richtig urig schöne Fußballkneipe. Überall hängen hier Schals und darum quatschen wir heute auch über Fußball. Und dazu haben wir eingeladen die Kapitänin der SC Freiburg Frauen, Hasrit Kayıkçı, und den Kapitän und Bundesliga-Rekordspieler Christian Günther, schön, dass ihr beide da seid. Prost. Ja, Sie hören es vielleicht, liebe Zuschauer, hier sind ein paar Fans vor Ort. Wir sind richtig froh, dass Sie da sind. Und als wir die Vorarbeiten zum Kneipentor gemacht haben, ja, da hat schon der Dieter hier in der Kneipe gesagt, hier wird aber badisch geschwätzt. Beim Günni mache ich mir da keine Sorgen. Hasrit, wie sieht es bei dir aus? Du bist in Heidelberg geboren, warst so jahrelang in Duisburg als Fußballerin tätig. Wie gut ist dein Badisch? Verstehen tue ich sehr gut, schwätzen eher weniger. Du kommst hier ganz gut in Hochdeutsch zurecht. Günni, du kommst jetzt quasi direkt vom Kinderbett hier in die Kneipe. Hat's geklappt, die Kleine noch ins Bett zu bringen? Wie läuft's da bei dir zu Hause? Lässt sie sich problemlos ins Bett bringen? Ja, mal so, aber das bleibt öfters mal an meiner Frau hängen, so wie heute auch. Da muss sie heute allein ran, aber ich glaube, das wird sie hinbekommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Singst du dann auch mal ein Lied, oder? Na, lieber nicht. Ich glaube, dann schläft sie eher weniger gut ein. Wir schauen meistens noch ein Buch an oder so. Und dann, aber so ein Stadionlied geht doch immer, oder nicht? Ja, auch das. Nicht, dass sie noch irgendwie wieder auf Idee kommt und noch tanzen will oder so. Deshalb lieber ein bisschen ruhiger und gediegener. Sie hat eh schon genug Energie, also deshalb muss man da eher ein bisschen runterfahren. Man bekommt ja auch ein bisschen Einblick in dein Familienleben. Du und deine Frau sind in den sozialen Medien unterwegs. Ihr habt da tausende Abonnenten, die ihr sicherlich nicht im Einzelnen jeden persönlich kennt. Inwiefern passt ihr da auch auf, auch gerade wegen der Kleinen? Ich glaube, bei uns ist es so, dass wir einfach ein gutes Maß finden. Man muss jetzt nicht alles zeigen, aber ich glaube, heutzutage ist es einfach so, dass vieles über die sozialen Medien läuft. Man will natürlich auch Fans ein bisschen was von zu Hause zeigen und wie schon gesagt, ich glaube, da kommt es auf ein gewisses Maß an, dass man nicht alles zeigt, nicht immer Videos dreht oder so, aber ein Stück weit, glaube ich, gehört es dazu. Ich hatte anfangs kein Instagram, dann sind aber ganz viele Fake-Seiten von mir entstanden, wo Leute dann Dinge gepostet haben, ja, in meinem Namen, und da habe ich irgendwann dann gesagt, ja, das will ich so einfach nicht, dann mache ich lieber selber eine Seite. Ja, seitdem habe ich es und das ist auch so in Ordnung. Ja, ich finde es auch ganz spannend, dazu verfolgen. Wie handhabst du das mit Instagram und Co.? Also ich bin da jetzt nicht sehr aktiv auf Instagram. Ich glaube, das ist eher so die nächste Generation bei uns, die Jüngeren. Die posten sehr viel und sind auch da so hinten dran, gehen raus, machen Bilder. Grundsätzlich poste ich, also ich habe jetzt auch nicht super viele Abonnenten, wie der Christian vielleicht, aber man zeigt schon was, aber auch nicht alles. Wir hatten es jetzt auch gerade von Kleinkindern, auch bei dir habe ich Instagram gesehen, da ist was auf den Weg gebracht worden. Du bist Tante, was für Erfahrungen hast du da mit Kleinkindern gesammelt? Wie oft musst du aufpassen, darfst du aufpassen? Ja, meine Nichte ist in Heidelberg, die sehe ich eigentlich immer, wenn ich zu meinen Eltern nach Hause gehe. Und die darf auch dann natürlich bei uns schlafen, dass die Eltern noch so ein bisschen Entlastung haben. Ja, mein Patenkind sehe ich eigentlich sehr oft, einmal die Woche. Da schlafen tut es noch nicht, aber grundsätzlich ist man eigentlich auch da wirklich, um die Eltern zu entlasten. Und ich habe früher mit Kindern gearbeitet, deswegen bin ich da, glaube ich, relativ gut drin. Du bist ja auch in Sachen Vorbildfunktion. Hast du ja vielleicht auch eine Funktion in der Mannschaft selber beim SC Freiburg? Du bist die dienstälteste Spielerin. Du hast dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Warum so lange SC Freiburg? Irgendwie liebt man Freiburg, wenn man hierher kommt. Und für mich hat das eigentlich immer zum Sportlichen und Privaten gepasst. Und ja, deswegen hat es mich jetzt irgendwie nicht irgendwo anders hingezogen. Ja, was gibt dir der Verein so mit? Ja, ich war sehr, sehr viel verletzt, deswegen bin ich auch super dankbar, dass... Am Kreuzband, gell? Also für ja, am Knie. Im Knie, ja. Genau, und dass unsere Managerin und der Verein immer zu mir gehalten hat. Und deswegen habe ich mich jetzt nicht irgendwie, als ich dann wieder spielen konnte, gefühlt, dass ich jetzt hier weg muss. Ich wollte dann irgendwann auch wieder was zurückgeben. Ja, das hört man oft von verletzten Spielern hier in Freiburg, dass da der Sportclub sehr fair mit den Spielern umgeht. Ich finde es auch ganz wichtig. Deine Mannschaftskollegin Lisa Karl, die ist ja neben dem Dasein als Profifußballerin noch Polizistin hier in Freiburg-St. Georgen. Wie handhabst du das? Wie ist es bei dir? Ich glaube, du hast Kauffrau gelernt. Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht und Janina ist ja auch Polizistin, aber momentan ist es echt schwierig, weil wir ja ins Dreisamstadion umziehen und da kein Flutlicht ist und momentan um 15 Uhr trainieren. Da ist echt schwierig, irgendwie zwischendurch noch arbeiten zu gehen. Und momentan bin ich, sage ich mal, Profi. Willst du danach wieder einsteigen in den Beruf, wenn du praktisch die Kickschuhe an den Nagel hängst? Oder was hast du davor? Ja, da habe ich mir jetzt nicht große Gedanken gemacht. Man wird sehen, was kommt. Aber
ich werde sicherlich auch vielleicht jetzt neben dem Fußball irgendwann wieder anfangen zu arbeiten. Hat ja wahrscheinlich auch einen Hintergrund, dass die beiden Mädels dann noch nebenher Polizistinnen sind. Ist Gender Gap bei euch ein Thema, dass die Männer viel mehr Geld verdienen als die Frauen? Ärgert euch das oder versteht ihr das auch gerade im Fußball? Grundsätzlich ist Geld eigentlich nie Thema bei uns. Wir freuen uns eigentlich, weil wir auch viel von den Männern haben. Also wir wollen einfach den Frauenfußball nach vorne bringen und sind da jetzt nicht neidisch irgendwie, was die Männer haben. Wie kann man sich eigentlich dein Leben so rund um den Fußball vorstellen? Was machst du so gerne? Was liebst du auch an der Stadt Freiburg? Wo treibst du dich rum? Was sind deine Hobbys? Grundsätzlich haben wir jetzt sehr wenig Zeit neben dem Fußball, weil wir relativ oft trainieren. Ich glaube, 8-mal die Woche und ein Spiel. Ja, ich sehe es immer, wenn ich am Schönbergstadion vorbeifahre, seid ihr oft auf dem Rasen. Ja, und sonst treffe ich mich mit Freunden. Klar, inzwischen sind viele in meinem Alter, die Kinder und Familie haben. Meistens dann bei denen zu Hause und eigentlich koche ich relativ viel. Günni, du bist ja auch schon ewig beim SC und wenn ich ewig sage, meine ich auch ewig. Bundesliga-Rekordspieler, über 300 Einsätze. Du gehst auch nicht mehr weg, oder? Wenn es immer so einfach wäre im Fußball, es ist schwierig, da jetzt eine Prognose abzugeben. Ich glaube, jeder weiß, ich fühle mich hier wohl. Jeder weiß, dass ich mir das natürlich auch vorstellen kann, für immer hier zu sein. Nichtsdestotrotz, Fußball ist schnelllebig und deshalb halte ich mir da schon auch eine Tür noch offen, vielleicht mal noch was anderes zu sehen. Aber Stand jetzt, ich habe noch lange Vertrag, ich fühle mich wohl. Also von dem her gibt es da noch keine Gedanken an irgendwas anderes. Wir wollen da auch gar nicht an Abschied denken. Wir denken aber mal kurz an den Abschied vom Dreisamstadion. Christian Streich hat geweint beim Abschied. Ich kann es nur aus meiner eigenen Perspektive sagen, es war ein sehr emotionaler Abschied. Es war fast unmöglich, die Tränen zurückzuhalten. Aber ich bin da auch aufgewachsen in diesem Stadion. Wie erging es dir? Ja, ich glaube, bei jedem zeigen sich Emotionen ja ein bisschen anders. Aber natürlich war es bei mir auch so, dass da schon ein Stück weit Wehmut da war. Ich bin als kleiner Junge ins Stadion. Als 13-Jähriger stand ich als Balljunge unten, habe dann mein erstes Profispiel dort gemacht. Deshalb habe ich natürlich nur gute Erinnerungen an das Stadion. Und da war schon ein bisschen Wehmut mit dabei, aber doch auch ein Stück weit Freude auf das Neue. Was ist denn so deine schönste Erinnerung, wenn du jetzt so Augen zumachst ans Dreisamstadion und denkst? Ich glaube, für mich insgesamt war ja auch mit der wichtigste Tag eigentlich so das Profidebüt, das Spiel gegen Kräuter Fürth, als ich eingewechselt wurde und der Trainer mich da gerufen hat, und ich da den Weg an der Süd vorbei Richtung Auswechselbank gehen musste. Extrem nervös war. Ich glaube, da kriege ich heute noch ein bisschen Gänsehaut. Das war schon so der Moment, glaube ich, der mir immer in Erinnerung bleiben wird. Hasrit, was hast du da so im Kopf, wenn du ans Dreisamstadion denkst? Ja, sehr, sehr viele Spiele, die wir halt angeschaut haben. Ja, irgendwie fiebert man ja dann auch mit der Mannschaft mit und freut sich dann auf sein eigenes Spiel. Aber die Stimmung war immer sehr, sehr gut. Die Frauen ziehen ja jetzt ins Dreisamstadion. Wie sehr freust du dich drauf? Wir freuen uns wirklich übertrieben, weil das auch der nötige Schritt ist für den Frauenfußball, dass wir einfach die Infrastrukturen nutzen können, die die Männer vor uns hatten. Und wir hoffen, dass wir eigentlich so schnell wie möglich dahin kommen. Was bringt es euch für Vorteile, da dieser Umzug? Uns ist halt super wichtig, dass wir einfach einen Rasen haben, der eben ist. Und eigentlich... Wäre ich mir beim Dreisamstadion gar nicht so sicher, gell? Ja. Der halt eben ist und vielleicht auch noch einen Fitnessbereich dazu haben, dass wir nicht irgendwie auf dem Boden liegen müssen. Und darauf freuen wir uns. Dadurch wird auch das Training und das Niveau sicherlich auch besser. Jetzt sind die Männer so weitestgehend ins neue Stadion noch nicht ganz umgezogen. Vieles ist noch im Dreisamstadion. Ihr trainiert noch im Schönbergstadion, spielt im Mösle-Stadion. Alles ein bisschen schwierig bei euch. Wann ist es denn endlich soweit? Wann dürft ihr denn rüber? Das wissen wir noch nicht genau. Wir hoffen natürlich so schnell wie möglich, dass wir vielleicht noch irgendwie vor dem Winter dahin kommen. Aber man wird halt sehen, wie schnell die Männer ins neue Stadion umziehen können. Woran liegt es noch? Gute Frage. Da bin ich, glaube ich, Falsche, mit dem man hier spreche. Auf jeden Fall glaube ich, dass es dieses Jahr noch passieren wird. In so einem großen Stadion ist viel Technik, viele Dinge, die laufen müssen. Gerade auch für den alltäglichen Betrieb jetzt bei uns. Ich meine, wie gesagt, wir haben dort auch viele Räumlichkeiten, gewisse Wellnessbereiche, die wir für nach dem Training auch brauchen, Eisbäder etc. Das muss natürlich alles laufen. Ich glaube, man hat sich jetzt erstmal darauf konzentriert, dass einfach das für die Fans alles funktioniert, weil man dann einfach den Spielbetrieb zumindest mal rüber verlagern kann und alles andere wird jetzt kommen im Laufe der Woche und ja, ich bin da guter Dinge, dass man da irgendwann in der nächsten Woche umziehen. Das erste Spiel war ja schon jetzt im neuen Stadion, nur ein Testspiel, in Anführungsstrichen 3-0 gewonnen gegen Pauli. Wie war es so für dich, der Gesamteindruck, neues Stadion, erstes Spiel? Ja, es war schön. Ich glaube, für die Zuschauer war es ein gutes Spiel, für uns war es völlig in Ordnung so, aber das, was auf dem Platz lief, es rausläuft, ich sag,
Man läuft halt einfach in ein großes Stadion. Ist ein Tick anders wie im Dreisamstadion, ist doppelstöckig. Wenn man so die Wand hochschaut auf der Südtribüne, wie viele Leute da jetzt schon gestanden sind, obwohl noch nicht ausverkauft war. Das war schon auch ein Gänsehautmoment, da rauszulaufen. Und wir freuen uns, wenn das Stadion mal voll sein kann. Und ich glaube, das wird dann eine richtig gute Sache. Du bist ja in der 59., 60. sowas ausgewechselt worden. Und kurz darauf ist dann plötzlich das Flutlicht ausgefallen. Bist du übers Kabel gestolpert, oder? Ich habe drin die Dusche angemacht und dann irgendwie, glaube ich, da hat irgendjemand einen falschen Schalter erwischt. Deshalb gab es da mal einen kleinen Ausfall, aber in einer Generalprobe darf das ja mal passieren. Was sagst du denn zum Rasen? Der sah auch ziemlich ramponiert aus nach dem Spiel und jetzt hat man tatsächlich einfach kurz vor Leipzig nochmal einen Rasen neu verlegt. Oh, da bin ich der falsche Experte. Ich habe zwar daheim mittlerweile einen guten Rasen daheim, aber wenn ich ihn jetzt wechseln würde, weiß ich nicht, wie lange der braucht, bis der wieder gut anwächst. Ja, da haben wir eigentlich auch relativ wenig mitbekommen. Wir haben mitbekommen, dass die U15 ein Spiel dort hatte und der Platz dort schon nicht so wirklich gehalten hat und dass er jetzt halt austauscht wird. Mehr haben wir jetzt da auch nicht erfahren. Ich glaube, Fehler können passieren. Vielleicht gab es da auch die ein oder andere falsche Einschätzung. Ich meine, das Stadion ist anders wie das Dreisamstadion. Da kommt weniger Licht rein. Ich denke, auch da braucht man gewisse Erfahrungen dann irgendwann, wie ein Rasen dann, wie gut er anwächst, wie schneller wächst. Ich glaube, das kommt jetzt auch mit der Zeit. Und ja, jetzt muss man den Schritt halt machen. Man merkt, du hast schon ein bisschen Erfahrung mit dem eigenen Rasen gesammelt. Ein bisschen. Der Höllentäler übrigens, der weht da nämlich auch nicht mehr durch. Und man weiß ja, der Greenkeeper, der Alfred, der macht seinen Job sehr, sehr gut. Und jetzt warten wir einfach mal ab. Es waren über 15.000 Fans bei dem Testspiel da. Hast du was so auch da? Ja. Was hast du für einen Eindruck gehabt vom Stadion? Wie war die Stimmung, die Akustik im Stadion? Wurde schon manchmal richtig laut, wenn sie gesungen haben, die Fans? Ja, es war mega laut. Vor allem war es für uns einfach schön, einfach wieder irgendwie mit Fans, glaube ich, für euch auch zu spielen und einfach alles zu hören. Und das Stadion ist schon sehr, sehr schick geworden. Sind es dann am Anfang so erstmal so Auswärtsspiele oder war da schon ein Heimspielcharakter dabei? Oder kann man jetzt auch gegen Leipzig schon von einem Heimvorteil sprechen? Ich glaube, insgesamt, was ist ein Heimspiel? Ich glaube, ein Heimspiel ist, wenn du die 35.000 Leute hinter dir hast, die Leute füllen das Stadion. Wie das Stadion dann insgesamt aussieht, das Drumherum, ist da, glaube ich, nicht entscheidend, sondern wenn man rausläuft und man wird angefeuert, dann kommt auch das Adrenalin und deshalb wird es von Tag 1 ein Heimspiel sein. Also wird, glaube ich, nie der Gedanke da sein, das ist jetzt kein Heimspiel für uns. Außer es sind keine SC-Fans da und nur Leipzig-Fans, dann vielleicht. Das wird nie passieren. Das vermute ich eben auch, deshalb wird es für uns, egal wo das dann schlussendlich stattfindet, ein Heimspiel sein und das Stadion werde ich mir ganz schnell so annehmen und da mache ich mir gar keine Gedanken. Jetzt war ja das Testspiel Donnerstagabend, Flutlichtatmosphäre, da denkt man schnell an Europa League. Ich weiß, ihr kriegt Ärger, wenn ihr zu dem Zeitpunkt schon über das internationale Geschäft redet, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Mannschaft ist gut dieses Jahr, ja, ihr seid Vierter. Volker Finke hat nach dem Testspiel gegen Pauli im Interview gesagt, er wurde damals gefragt, dass sie Dritter waren. Wie viel Konstanz hat es jetzt? Ist der SC Freiburg jetzt da oben anzusiedeln? Da hat er gesagt, nee, wir kämpfen immer um den Klassenerhalt. Aber wenn mal so 35.000 Zuschauer mal beim Sportclub ins Stadion kommen können, dann können wir vielleicht mal drüber reden. Jetzt ist es ja soweit. Ja, was machen wir daraus? Neues Stadion, Mehreinnahmen. Hat man da jetzt auch automatisch höhere sportliche Ziele? Oder? Ich glaube, da haben viele schon mal so gedacht, mehr Einnahme kann die Platzierung steigern. Ich glaube, da kann man mal bei einigen Vereinen vorbeigehen, ob das genauso funktioniert hat. Ich glaube, dann wäre der Fußball einfach geworden. Ich glaube, das ist immer noch so, dass eine Mannschaft auf dem Platz stehen muss, die alles füreinander gibt. Und da kommt es nicht darauf an, ob einer so und so viel mehr verdient oder ob der Verein so und so viel mehr Geld hat, sondern da müssen kluge Entscheidungen getroffen werden. Und ich hoffe, das wird bei uns auch in Zukunft so sein, ob da jetzt dann 10.000 Zuschauer mehr da sind oder nicht. Natürlich ist es schön, man hat von der Infrastruktur her ein neues Stadion geschaffen, das sehr, sehr gut ist von den Voraussetzungen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir dort unsere Leistung abliefern und da bringt es uns nichts, wenn wir da dann einfach nur mehr Geld einnehmen, sondern das muss gut eingesetzt werden und ja, der Trainer würde sagen, mit Schleue eingesetzt werden, weil ansonsten bringt das alles nichts. Ja, ich meine, die guten Entscheidungen, die werden ja in Freiburg getroffen. Deswegen haben ja auch viele so ein bisschen vielleicht den Wunsch, dass da mehr geht sportlich. Wobei momentan kann man ja mehr als zufrieden sein. Das ist jetzt so ja auch die Vereinsseite, aber wie groß ist denn dein so persönlicher Wunsch, nochmal international zu spielen, am besten natürlich für einen Sportclub? Ja gut, ich glaube, wenn der Wunsch oder der Wille dazu nicht da ist, dann können wir die Schuhe an den Nagel hängen. Natürlich wollen wir den größtmöglichen Erfolg. Und ich glaube, wenn wir dieses Jahr so weiter spielen und die Mannschaft so hungrig bleibt, dann ist viel möglich, auf jeden Fall. Aber wir wissen auch, die Bundesliga ist so eng. Ich glaube, wenn wir letztes Jahr, wenn man da mal 3-4 Spiele nimmt, wo man vielleicht auch ein bisschen glücklich gewonnen habe, dann bist du auf einmal wieder im Abstiegskampf drin. So war man eigentlich immer so
um die Europa League mit dabei. Und ich glaube, wir wissen das einfach einzuschätzen. Wir haben jetzt 7 Spieltage gespielt. Es gab schon einige Mannschaften, glaube ich, die nach dem 17. Spieltag 30 Punkte hatten. Und es gab auch einige, die sind damit noch abgestiegen. Also man braucht da ja trotzdem noch eine gewisse Demut. Nichtsdestotrotz wissen wir haben eine gute Mannschaft. Und wir können dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr spielen. Nochmal zum neuen Stadion. Viele Fans nennen es auch Mooswaldstadion. Ja, was hältst du davon? Ich habe es gelesen, als ich da rausgelaufen bin. Ich glaube, natürlich gibt es da immer unterschiedliche Ansichten. Ich verstehe da natürlich auch ein Stück weit die Fanseite. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Name für das Stadion sehr, sehr gut ist, weil das, was der Europapark für mich präsentiert, das passt zum SC. Ich glaube, das ist ein Familienunternehmen, das mit einem kleinen Karussell angefangen hat und heute einer der größten Parks in ganz Europa ist und sich das alles selber erarbeitet hat. Und ich glaube, beim Sportclub ist das genau dasselbe. Und das hat für mich dann auch nichts mit Kommerz zu tun, sondern das passt einfach zu uns. Und deshalb finde ich es auch völlig in Ordnung, dass es jetzt Europaparkstadion heißt. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch andere Ansichten, was völlig legitim ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ein würdiger Name ist für das Stadion. Ja. Aber du kannst es schon verstehen, oder? Dass da manche das Mooswaldstadion nennen, wenn dann die Namen gewechselt werden, eventuell nach 15 Jahren, will man ja nicht ständig das Stadion anders nennen, sozusagen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber deswegen, glaube ich, mache ich mir da nicht so viele Sorgen, weil ich glaube, der Europapark wird auch in 10 Jahren noch bestehen. Deshalb glaube ich, dass der Name auch längerfristig da sein kann. Nochmal, es gibt eine Fansicht, die verstehe ich auch zu 100%. Aber wie gesagt, da gibt es natürlich auch gewisse Themen im Hintergrund, die da einfach mitspielen und die Entscheidung müsste dann schlussendlich auch andere treffen. Die Probleme habt ihr gar nicht. Mooswaldstadion, Schönbergstadion, da gibt es noch keine Namensrechte. Nee, das haben wir nicht. Gegen Greuther Fürth soll ja jetzt bereits das Stadion voll ausgelastet werden, wenn man richtig das mitbekommen hat, unter 2G-Bedingungen. Das wären 34.700 Zuschauer, freuen wir uns alle drauf. Aber ist das gerade mit 2G, was hältst du davon, die richtige Entscheidung? Ich finde es schwierig, wenn in Deutschland einfach überall unterschiedliche Richtlinien herrschen. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen können sie das Stadion mit 3G voll machen. In Baden-Württemberg, ich weiß noch gar nicht, ob die Verordnung schon draußen ist, wenn es dann auf 2G rausläuft. Das macht es für mich so ein bisschen unverständlich. Warum geht es dort oben mit 3G und bei uns in Baden-Württemberg dann nicht? Aber ich muss auch sagen, schlussendlich sind es dann die Länder, die das machen, der Sportclub. Kann es natürlich dann nur so ausführen, wie es vorgegeben ist. Deshalb ist das eigentlich keine Kritik am SC oder an der Vereine, sondern mehr ein Stück weit die Kritik an den Ländern, warum man da überall unterschiedliche Richtlinien hat. Ich meine jetzt auch nur deshalb, weil es natürlich auch ungeimpfte wahrscheinlich Sportclub-Fans gibt, die man dann dadurch ausschließt einfach. Ja. Das macht es für mich ein bisschen schwierig, wenn jemand getestet ist, warum soll er dann nicht ins Stadion, wenn er negativ getestet ist. Aber wie gesagt, das entscheiden andere Leute. Ich würde es wahrscheinlich einen Tick anders entscheiden, weil eben vor allen Dingen, warum soll es jetzt in Gladbach mit 3G funktionieren und bei uns nicht? Das ist das, wo es für mich einfach ein bisschen komisch macht. Insgesamt natürlich schwieriges Thema, wo viele nicht die richtigen Antworten drauf haben. Hasrit, bei euch, wenn man jetzt das Sportliche betrachtet, läuft es ja fast schon gegenteilig. Die Herren 7 Spieltage ungeschlagen. Ihr habt gleich erstmal zu Saisonbeginn 3-mal verloren hintereinander. Jetzt hat es sich ein bisschen entspannt. 4 Punkte nach 5 Spieltagen. Wie würdest du den Saisonstart insgesamt bei den Frauen bewerten? Ja, grundsätzlich war es super schwierig, weil wir gegen die Top 4 gespielt haben und das eigentlich eher Spiele sind, die du normalerweise nicht gewinnst. Und deswegen haben wir uns auch vor der Saison schon hingesetzt und haben gesagt, okay, egal wie gut wir spielen, es kann sein, dass wir auch die ersten 3 oder 4 Spieltage verlieren. Klar haben wir uns das nicht vorgenommen. Grundsätzlich geht man ja in ein Spiel rein, um das zu gewinnen, egal gegen wen. Aber dass wir uns jetzt hier mit einem Unentschieden gegen Wolfsburg, was eigentlich ein Erfolg war, und jetzt gegen Jena mussten wir gewinnen, haben wir zum Glück auch, sind wir eigentlich sehr erleichtert, dass wir jetzt 4 Punkte haben. Ja, eben der Pfeil zeigt ja jetzt nach oben, Punkt in Wolfsburg, Achtungserfolg. Klar, die 3 Punkte in Jena plant man so ein bisschen ein, 5-1, und du hast erstmal in den ersten 39 Minuten, glaube ich, erstmal einen Hattrick hingelegt. Du bist Spielerin des Spieltags sogar geworden. Ja, hast jetzt 5 Tore nach 5 Spielen. Ich glaube, das sind jetzt schon mehr als in der vergangenen Saison. Läuft bei dir, oder? Ja, letzte Saison hatte ich echt ein bisschen Pech. Ich habe, glaube ich, 8-mal an den Pfosten geschossen. Sonst hätte ich, glaube ich, mehr Tore gehabt. Und dieses Jahr habe ich irgendwie auch ein bisschen Glück, dass der Ball manchmal vor meine Füße fällt. Ja, ist ja sehr, sehr bescheiden, gell?
Hast du schon gut gemacht. Da sind die Fans auch stolz auf dich. Am Wochenende kommt allerdings jetzt wieder ein Top-Gegner ins Mösle-Stadion. Leverkusen, die sind Dritter, ihr seid jetzt Achter. Wie kann man da die nächste Niederlage verhindern oder am besten gleich den zweiten Sieg in Folge holen? Ja, grundsätzlich sind es eher so 50-50-Spiele. Da entscheiden Kleinigkeiten wahrscheinlich, wie effektiv jemand vorm Tor ist. Aber wir haben ein Heimspiel, wir wollen auf jeden Fall die nächsten 3 Punkte. Und klar, Leverkusen hat letztes Jahr gegen uns gewonnen, aber die sind jetzt nicht, sage ich mal, ein unschlagbarer Gegner. Ich meine, bei Effektivität mache ich mir bei dir jetzt keine Sorgen mehr. Hattrick ist jetzt praktisch die Latte, die wir jetzt hängen. RB Leipzig bei den Männern. Erstes Pflichtspiel im neuen Stadion. Wie aufgeregt bist du? Also mit einem Hattrick wird es wahrscheinlich nichts schon. Von mir zumindest. Nee, ich glaube, wir freuen uns drauf. Sind, glaube ich, wieder ein paar mehr Zuschauer da. Ja, es wird das erste Bundesligaspiel jetzt im neuen Stadion. Die Mannschaft ist dann komplett. Die Nationalspieler sind auch alle wieder zurück. Und ja, ich glaube, da wollen wir Leipzig auf jeden Fall Paroli bieten. Und ich glaube, wenn wir alles auf den Platz bringen, dann wird es für Leipzig auf jeden Fall schon mal kein angenehmes Spiel. Und wir wollen natürlich Punkte zu Hause behalten. Jetzt mal konkret, warum bleibt der SC Freiburg weiter ungeschlagen? Ja, ich glaube, genau aus dem Grund, weil wir das fortsetzen wollen, was wir die letzten Spiele gezeigt haben. Dass wir eben auch eine gewisse Effektivität haben, dass wir zusammen verteidigen und es dem Gegner schwer machen, dass er zu Chance kommt. Und ja, allein schon der Grund, dass wir im neuen Stadion sind, werden wir da nicht verlieren. Sehr gut, das wünschen wir uns alle. Wir wünschen uns natürlich auch, dass ihr beide möglichst lang noch dem Sportclub erhalten bleibt. Schön, dass ihr da wart. Ja. Applaus für die beiden Gäste. Schön, dass ihr Fans auch da wart. Ganz viel Erfolg am Wochenende. Die Frauen gegen Leverkusen, die Männer gegen RB Leipzig. Alle sind gespannt, wie es im neuen Stadion weitergeht. Das war's von uns. Südbadens Glanzvereine, der Rothaus Kneipentalk, gibt's dann natürlich wieder im nächsten Monat, im November. Und bis dahin bleiben Sie einfach sportlich. Ade. Hörst du die